Okay, so, weiter. Es ist, aber ich finde, wir kommen super voran. Wir sind übrigens gelevelt, wenn ich dieses L richtig deute. Nein, wir machen auf keinen Fall automatisch Levelaufstieg. Wer sind wir denn? Wir können nämlich jetzt Fähigkeiten leveln. Wir können... wir haben 3 Punkte. Ich habe Heilen auf 3. Kein Wunder, dass mich das voll heilt. Machen wir noch ein Bewusstsein. Machen wir noch Computer. Guck mal, setzen wir alles hier in den Computer rein. Jupp. Talente. Ich kann neues Talent wählen. Okay, das ist nice. Ich habe leider immer noch keine Rüstung. Ich sollte vielleicht sowas leveln, was mir tatsächlich was bringt. Starker Angriff, starke Explosion. Achso, das ist das Erbe, nutzt schneller Schuss. Das braucht Level 4. Was kann ich hier noch machen? Waffenfokus Blaster. Ich level jetzt Blaster, weil ich das halt kann. Annehmen. Kollege Schnurschuss nicht gelevelt. Okay. Quick Save. Ich bin nicht jetzt erobert. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Da hinten ist irgendwas. Warum hat er nicht ein Messer in der Hand? Verdammt, noch ein dunkler Jedi. Ich halte ihn auf. Flieht ihr zu den Rettungskapseln. Schnell! Ich sag mal, gut, dass ich den guten Trask keine Gegenstände in die Hand gedrückt habe, oder? Ich kann ihn anscheinend nicht retten. Na gut. Dann kommt jetzt bestimmt gleich eine Zwischensequenz. Oh. Ihr spricht Karth Onasi auf eurem persönlichen Kommunikator. Ich versuche, eure Position über die Lebenserhaltungssysteme der Endar Spire zu bestimmen. Bastilas Rettungskapsel ist verschwunden und ihr seid das letzte überlebende Crewmitglied der Endar Spire. Ich kann nicht länger auf euch warten. Geht zu den Rettungskapseln. Toll! Ich kann nicht länger auf euch warten, denn lauft mal los, Burschens. Oh, weitere Gegner, juhu. Es zeigt sich gleich, wie stark ich eigentlich bin. Oh Gott! Oh! Oh! Warum? Oh! Sag mal, warum ist es eigentlich so schwer, mit einem Blaster zu schießen? Ist das irgendwie... Ich meine, was ist in der militärischen Entwicklung in Star Wars-Universum falsch gelaufen, dass dieser Blaster komplett irgendwo hinschießt? Das war ja... Alter! Piu, piu, piu! Was ist denn los? Da wirst du ja mit jeder anderen Waffe besser fahren! Oh, was seht ihr denn? Warte mal, ich hab doch Granaten. Moment, hier. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sith-Trooper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Endar Spire gegen die Sith einsetzen. Wir wissen bereits, dass ich nicht reparieren gelevelt habe. Wahrscheinlich finde ich jetzt erstmal Ersatzteile. Ah, Computersonnen und Teile. Mensch, das ist ja eine Überraschung, dass die hier liegen. Sicherheitssystem oder kann ich beides machen? Reparaturdrainer, Drüden reaktivieren. Computerkenntnisse 4, Computersonnen 5, Ersatzteile 1. Drüdenschilde aktivieren, 4 Ersatzteile, Druiden Patrouillen muss versetzen. 4 Ersatzteile, Druidenschilde aktivieren. Und Patrouillen muss. Wir haben ja 8 Ersatzteile gehabt, ne? Patrouillen muss aktiviert. Der Druide attackiert alle Feinde in Reichweite. Yo. Beim Ende der Session wird der programmierte Druiden gespeichert. Das kann er mit, ja, okay, das ist in Ordnung. Der Druide aktiviert den Bewimmer und führt den programmierten Befehl da aus. Ich kann mich übrigens erinnern, dass ich irgendwas runtergeladen habe, dass die Menüs verbessert. So, kann ich jetzt hier noch die Verteidigungssysteme aktivieren? So, System wird geladen. Fertig. Hacken-Tutorial. Na gut, hacken. Lol. Ich habe das Gefühl, dass bestimmte Geräusche das Spiel zum Absturz bringen, ne? Oder zu viele Geräusche auf einmal. Wann war denn mein letztes Quicksave? Das ist schon wieder eine Weile her, ne? Ich dachte, ich hätte das direkt nach dem Looten gemacht. Ja. Das ist, warum die Stormtrooper nie was treffen, ne? Ach, ich gibt's ja auch noch. Ah, der ist nicht tot. Oh, sind wir denn? Seid vorsichtig. Nein, nicht dahinter. Okay. Lass den Ruinen vorläufig in Ruhe. Ja, genau. Weil ich möchte mich vorher quicksafen. Weil anscheinend haben wir die reale Gefahr, dass das Spiel uns vorher abstürzt.
alles nehmen. So. Okay, quick save. Ja, Stormtrooper haben schlechte Helme, schlechte Rüstung und schlechte Blaster. Moment mal, ich hatte mal gelesen, dass die Stormtrooper eigentlich total tolle Rüstungen haben und dass die zwar nach dem Blasterschuss erstmal auf dem Boden rumliegen, aber dass die Typen überleben. Dass es eigentlich voll geil ist. Okay, ja, Droidenschilde, Droidenersatzteile. Ja. So viel sind es gar nicht, das sind drei Mann. Habe ich eigentlich noch angreifen? Quick Save! Oh fuck, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wenn das Spiel ungefähr 2 Sekunden nach einem Quick Save abstürzt. Das ist bestimmt eine Sequenz, oder? Ah, fuck. Ionenblaster. Ist der besser als man jetzt hier? Okay, ich weiß nicht, warum das Spiel gerade eben abgestürzt und diesmal nicht, aber ist ja egal. So, warte mal. Wir haben hier einen Blaster. Das ist eine... Warte mal. 1 bis 8 Schaden. Energie. Und das ist der Ionenblaster. Macht 1 bis 4 Ionen gegen Druiden. Ah ja, okay. Die Blasterpistole ist die gleiche, die ich jetzt habe, ne? Ja, okay. Das ist gleich die. Die Klontrupperrüstung hätte aber auch einen Blasterschussstand. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt. Toll. Wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken. Möchte vielleicht noch erwähnen, welcher Planet es ist? Wo soll ich wissen, ob ich vertrauen kann? Ich bin ein republikanischer Soldat wie ihr. Wir sind die letzten beiden Besatzungsmitglieder auf der Ender Spire. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Fragen stellen können wir später noch. Ich glaube, Carthonasis hat die hat ein besseres Outfit, weil den seine Klamotten sehen so HD aus im Vergleich zu allen anderen. Okay, Quick Save, bevor wir in diese Rettungskapsel gehen, hoffen, dass es funktioniert und das Spiel jetzt nicht Hardcore abstürzt. Das ist die letzte Rettung und deine einzige Überlebenschance. Na denn, entferne dich von der Rettung, nutze die Rettungskapsel. Wer auch immer sie jetzt ausgezogen hat. Boah, diese Zwischensequenz hat sogar Scanlines. Hätte ich mehr Ressourcen, hätte ich das mit so KI-Zeug abscannen können. Schön, dass ihr wieder auf dem Damm seid. Ihr müsst einen entsetzlichen Albtraum hinter euch haben. Ich hatte schon befürchtet, ihr wacht nie wieder auf. Ich bin Carth, ein republikanischer Soldat von der Ender Spire. Wir saßen gemeinsam in der Rettungskapsel. Ihr erinnert euch? Tue ich in der Tat, aber hallo jetzt lieber Zuschauer auf YouTube und nicht auf Twitch, weil das hier ist der Offline-Teil. Ich habe es dann wenige Minuten nach meinem Stream geschafft, das alles wieder hinzukriegen, dass die Zwischensequenzen tatsächlich auch sehe. Und deswegen habe ich jetzt einfach den Teil genau da, wo es losgeht, halt quasi rausgeschnitten. Und ich habe in der ursprünglichen Dings, sehe ich hier nämlich nur schwarz und versuche mich die ganze Zeit durchzuklicken und irgendwie den Dialog zu beenden, damit ich F4 drücken kann, um zu quicksafen. Das ist aber alles gar nicht mehr notwendig, weil der große Trick, um dieses Spiel dazu zu bringen, in Zwischensequenzen was anzuzeigen, ist... es Admin zu starten. Ja. Doch so einfach. Das heißt, wir können jetzt Fragen stellen. Und wie sieht sie extrem gelangweilt aus? Na gut, egal. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich bin übrigens der Vispa Koro. Wir sind ein bisschen hergekommen. Ja, das ist genau. Ich heiße Vispa Koro. Ich finde den Namen gar nicht so schlecht. Ich sollte mir den merken. Der scheint mir auch für zukünftige Gelegenheiten eigentlich ganz gut geeignet zu sein. Ich mag den irgendwie. Die Stimmen von Kamera. Hat er sich nicht uns sogar schon vorgestellt? Egal. Ich bin Vispa Koro. Seit Tagen kommt ihr nur hin und wieder zu Bewusstsein. Ein Zeichen, dass ihr noch ziemlich verwirrt sein müsst. Aber macht euch keine Sorgen. Wir sind sicher. Jedenfalls für den Moment. Wir befinden uns in einem verlassenen Apartment auf dem Planeten Taris.
Beim Absturz unserer Rettungskapsel hat es ganz schön gekracht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht schwer verletzt. Ich habe euch in dem ganzen Chaos erstmal von der Absturzstelle weggezogen und bin eher zufällig in dieses verlassene Apartment gestolpert. Als die Sis auf der Bildfläche erschien, waren wir längst weg. Das Ding ist übrigens, diese Klamotte, die der Speer halt anhat, oder die Speerin in diesem Fall, was soll das denn nicht darstellen? Das sieht halt irgendwie aus wie so ein Body, aber das Ding hat ja nur vorne diesen einen Streifen, um den Bauchnabel zu verstecken oder so, weiß ich nicht. Und sonst halt nichts. Genau, ich meine, hinten hat es halt nichts, also es ist halt... Ich als aufmerksamer Beobachter der Mode habe bemerkt, dass in letzter Zeit anscheinend ist es für Frauen, gibt es jetzt viel mehr statt so einen einfachen, nennen wir es mal Tanktops oder Hemden, wie auch immer, haben die jetzt so Bodies an, weil das sorgt nämlich dafür, dass der Stoff schön glatt gezogen wird und die das nicht so, das Hemd kann dir quasi nicht rausrutschen, weil du hast ja, das ist ja zwischen den Beinen quasi fest. Aber das funktioniert halt nur gut, wenn es hinten und vorne Dings ist. Das ist das halt nicht. Also, sie könnte genauso gut, keine Ahnung, ein Space-Bikini tragen, aber egal. Ich schätze euch mal, ich denke euch mal an dem, weil da ein bisschen die Republik retten kommt. Also das, und ich sehe es ja, dass das, wenn es der Anfang an hätte ich gereicht. Wir fragen natürlich noch Fragen. Obwohl, das kommt bestimmt total doof, weil wir da kurz an unsere Mission fragen. Ja gut, kommt die Republik retten, das wird es wahrscheinlich eher nicht tun. Die Sith. Ares wird von den Sith kontrolliert. Ihre Flotte befindet sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Sie haben das Kriegsrecht verhängt und eine planetenweite Blockade errichtet. Aber ich war schon in schlimmeren Situationen. In euren Unterlagen steht, dass ihr erstaunlich viele fremde Sprachen beherrscht. Ungewöhnlich für junge Rekruten, aber es kommt uns gelegen, denn wir sind auf einer fremden Welt gestrandet. Die Republik kann niemanden an der Blockade vorbeischmuggeln, um uns zu helfen. Wenn wir Bastila gefunden haben und von diesem Planeten wieder verschwinden wollen, sind wir auf uns selbst gestellt. Toll. Das Ding ist aber... Was mich best. Also, ich werde jetzt einmal. Fange ich wieder an mit Dingen, die mich in Star Wars aufregen. Auch wenn das hier 5000 Jahre vor dem Ding spielt. Warum gibt es denn im Star Wars-Universum überhaupt noch verschiedene Sprachen? Also, zu verschiedenen Zeitpunkten gab es irgendwie mal galaxisspannende Zivilisationen, die das Ding komplett kontrolliert haben. Selbst wenn hier gerade nicht ein Machtblock in der Macht ist, frage ich mich da ernsthaft, warum es dann irgendwelche Nischen-Kacksprachen gibt. Klar, bestimmte Wesen können vielleicht keine anderen Sprachen sprechen, aber die meisten Viecher scheinen es ja eigentlich irgendwie auf die Kette zu kriegen, vernünftige Sprachen, also irgendwie. Warum gibt es keinen intergalaktischen Standard? Das hat irgendwie, ich werde mich noch öfter über Star Wars-Technologie aufregen, aber abgesehen, dass die Technologie in dieser 5000 Jahre vorher, vor das, die aktuelle Disney-verkackte Welt ist, das ist lange vor Disney, das ist von 2003. War das vor den anderen Teilen? Na schade, ich kann es Livestream schalten, um das gegenzuchecken. Ist auch egal. Wir wollen ja das Spiel spielen. Warum müssen wir Bastille unbedingt finden? Der Schlag auf den Kopf hat offenbar mehr Schaden angerichtet als gedacht. Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Revan, Malak Sith-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die Sith müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Ender Spire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzten. Der Erfolg der Republik steht auf dem Spiel. Wir müssen sie finden. Ist natürlich scheiße, wenn alles an einer einzigen Person hängt, aber gut, wir erfahren bestimmt gleich, warum das so ist. Wie kann du kannst die ganze Zeit diese egoistischen Dinger geben und damit zur bösen Seite der Macht kommt? Ach, ich weiß so gut nichts über dieses Spiel, das ist so schön. Für einen, übrigens, den bei McFarlane, Spiel ist 18 Jahre alt, das weiß ich erstaunlich nichts über Knights of the Old Republic, weil vor Ewigkeiten haben sich, glaube ich, Kumpels mal darüber unterhalten und über ihre Entscheidung, die sie gefällt haben, aber ich weiß nichts. Ich bin sowas von blind in dieser Sache, das ist großartig. Na gut, warum ist sie so wichtig? Bastila ist keine gewöhnliche Jedi. Sie besitzt eine seltene Gabe, welche die Jedi-Kampfmeditation nennen. Bastilas Macht kann ganze Armeen beeinflussen. Mit Hilfe der Macht erzeugt Bastila bei ihren Verbündeten Zuversicht und raubt ihren Feinden den Kampfeswillen. Manchmal genügt das schon, um eine Schlacht zu entscheiden. Natürlich sind ihrem Einfluss auch Grenzen gesetzt. Soweit wir wissen, ist große Konzentration vonnöten, um die Technik der Kampfmeditation aufrechtzuerhalten. Der Angriff auf die Ender Spire erfolgte so plötzlich, dass sie keine Gelegenheit mehr besaß, ihre Kampfmeditation einzusetzen. Sie kann froh sein, diesen Angriff überlebt zu haben. So wie wir. Ja, die Kampfmeditation. Ich weiß übrigens auch nicht, ob das sowieso ein Ding ist, was öfter im Star Wars-Universum vorkommt, dass bestimmt die Jedi irgendwie besondere Magie können. Ich denke da an Cal Kestis aus Fallen Order, der dann irgendwie dieses, ich fasse hier irgendwelche Leichen an und dann sehe ich die Echos der Personen, die das mal angetoucht haben. Was ja auch irgendwie so ein Ding ist für sich. Na gut, kannst du nicht vermutlich selbst aufpassen? Wahrscheinlich, oder? Bastila braucht unsere Hilfe.
Viele Anhänger von Darth Malak operieren mit der dunklen Seite der Macht. Und die Sith haben in diesem Krieg schon mehr als genug Jedi umgebracht. Niemand wird hier nach ein paar einfachen Soldaten wie uns suchen. Mit etwas Vorsicht können wir uns auf dem Planeten bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Ein Luxus, den Bastila nicht genießt. Ihr ist die halbe Sith-Flotte auf den Fersen. Sie wissen, wie wichtig sie für den weiteren Kriegsverlauf ist. Der ganze Planet steht unter Quarantäne. Kein Schiff kann starten oder landen. Wenn Bastila diesen Planeten verlassen will, braucht sie unsere Hilfe. Und wir möglicherweise die ihre. Mir fällt auf, dass ich einen ganz schön flachen Arsch habe. Was? Tja, was hab ich davon, wenn ich helfe? Das ist, glaube ich, auch keine gute... Also ich habe übrigens fest vor, eigentlich der guten Seite der Macht anzugehören in diesem Run. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Zeit habe, die gute, böse und die gute Seite gleichzeitig zu spielen. Obwohl es mir von vereinzelten Zuschauern angefragt wird, das zu tun. Wir werden mal sehen. Na gut, tja, wo können wir denn anfangen? Während ihr euch noch erholt habt, habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt Berichte, wonach eine Reihe Fluchtkapseln hier in den Slums runtergekommen sein sollen. Dort könnten wir anfangen. Doch die Slums sind gefährlich. Wir sollten keinesfalls unvorbereitet dort herumlaufen. Ich tue Bastila keinen Gefallen, wenn wir einfach losmarschieren und uns umbringen lassen. Ja, das ist großartig. Das ist immer wieder schön wie im Star Wars-Universum. Irgendwie alle Leute landen auf dem Planeten. Milliarden von Quadratkilometer. Aber ja, gut, wir finden uns natürlich alle in derselben Stadt wieder. Und dann finden wir uns natürlich auch wieder, weil die Städte natürlich auch alle so klein sind. Komm schon, ich möchte hier ein bisschen umsehen. Ne, ich habe auf jeden Fall Fragen. Ich werde euch nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Aber ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein kann. Ja, das wissen wir schon. Malak und die Sith. Über Malak weiß ich auch nicht mehr als das, was allgemein bekannt ist. Er entkam der Falle, die Darth Revan, seinem Sith-Meister, das Leben kostete. Nach Revans Tod ist Malak der neue dunkle Lord. Malak ist ein rücksichtsloser Tyrann, der jeden zerquetscht, der sich ihm in den Weg stellt. So wie Revan auch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Sith nicht eher ruhen werden, bis die Republik in Trümmern liegt. Malak und seine Sith akzeptieren nichts außer roher, brutaler Gewalt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein früherer Jedi zu einem solchen Monster mutieren konnte. Haha, der Weg der Macht, nicht wahr? Das ist der Weg und was kann man noch sagen? Ach ja, die dunkle Macht verdirbt natürlich und only a Sith deals in Absolutes. Was von einem Jedi gesagt wird, was an sich auch ein absoluter Auslass. Aber ich glaube, das Zitat ging ja nicht anders. Egal. Er war mein Jedi. Malak und Revan gehörten einst beide zum Orden der Jedi. Doch sie waren jung und eigensinnig. Gegen den ausdrücklichen Willen des Rates nahmen sie an den Mandalorianischen Kriegen im Outer Rim teil. Dort muss etwas geschehen sein. Irgendetwas hat sie beeinflusst und auf die dunkle Seite gezogen. Vielleicht waren sie aber auch vorher schon innerlich kaputt. Ich weiß es nicht. Sie bildeten eine Armee aus ehemaligen republikanischen Soldaten und Jedi, die der dunklen Seite verfallen waren. Revan war der Anführer, bis er dem Einsatzteam unter Bastilas Führung zum Opfer fiel. Doch selbst das konnte den Vormarsch der Sith nicht stoppen. Malak schlüpfte einfach in Revans Rolle. Er übernahm das Kommando über die Sith-Armada und nahm den blutigen Eroberungsfeldzug in den äußeren Welten wieder auf. Ja, also ich finde es auch schön, wie den Leuten hier auch jede Eigeninitiative komplett abgeschrieben wird, ne? Ja, sie sind, muss irgendein dunkler Einfluss gewesen, dass sie den Sith angeschlossen haben. Das ist nicht so, dass sie sich irgendwann entschieden haben und sich die Fakten vor sich aufgerollt haben und sie dachten, ja, Sith, das ist es. Oder auch kein Selbstzweifel, ne? Vielleicht ist ja der brutale Weg der Sith der richtige in diesem Universum. Ich meine, technisch kommt hier keine Sau voran. Es gibt also eine reale Chance, dass vielleicht in Wirklichkeit die dunkle Seite der Macht ist. Das ist vor allem hell dunkel. Das ist halt total Quatsch. Wir werden einen Weg finden, dieses aufzuhalten. Klingt ganz also Malak und dieses. Also. Ich freue mich noch ein bisschen. Wir werden einen Weg finden, um dieses aufzuhalten, bestimmt. Ich hoffe, ihr habt recht. Aber bisher hat die Republik diese Leute nicht aufhalten können. Auch nicht mit Unterstützung des Rates der Jedi. Bastila ist möglicherweise die letzte Hoffnung der Republik. Ja, danach haben wir eine letzte Hoffnung. Na gut, der Planet, auf dem wir gerade sind. Es war einst eine riesige, den Planeten umspannende Metropole mit mächtigen Wolkenkratzern. Doch das ist lange her. Die Oberstadt, wo die reichen Leute wohnen, ist nach wie vor ziemlich sicher. Ohne die Besetzung und die Quarantäne der Sith wäre das immer noch kein schlechter Ort zum Leben. Aber weiter unten haben sich die Dinge verändert. In der Unterstadt herrscht das nackte Elend. Dort treiben sich zahlreiche Swoop-Bike-Banden herum, die sich endlose Gefechte um die Vorherrschaft liefern. Und in den Slums ist es noch schlimmer. Der unterste Teil von Taris ist eine Einöde, in der es vor Rakul nur so wimmelt. Hirnlose und kranke Mutanten, die sofort zum Angriff übergehen, wenn sie jemanden sehen. Diese Informationen befinden sich bereits alle in eurem Datapad-Tagebuch.
Die gute Nachricht ist, ich weiß, dass ich ein Reskin für die Rackghule installiert habe. Die werden jetzt bestimmt also nicht ganz so pixelig aussehen wie... Vor allem mein Charakter? Pixel. Und du siehst bei eure Dingsbums hier, unseren Kumpel hier, dessen Namen ich gerade vergessen habe, weil ich mein Buch nicht offen habe, siehst du schon, wie der halt tausendmal detaillierter aussieht, weil der halt irgendwie wahrscheinlich 10 Meter Textur drauf hat. Und ich glaube, das Gesicht... Folgt die meiner Maus? Nicht wirklich. Okay. Was ist denn bei Malak und die Thys? Das habe ich ja schon gefragt, oder? Über Malak weiß ich... Malak. Okay, dann müssen wir nochmal durchklicken hier. Ja. Gute Idee. Wir nehmen dieses verlassene Apartment als Stützpunkt. Vielleicht finden wir hier in der Oberstadt ja sogar ein wenig Ausrüstung. Vergesst aber nicht, euch zurückzuhalten. Ich habe schon entsetzliche Geschichten über die Verhörmethoden der dunklen Jedi gehört. Man sagt, die Macht könne fürchterliche geistige Verheerungen anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Aber wenn wir uns nicht völlig dämlich anstellen, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Schließlich suchen sie Bastila und nicht solche Knallchargen wie uns. Also gut, Soldat, lasst uns gehen. Knallchargen? Ich habe ja nur einen Tagebuchertrag. Quicksave! Ich finde es immer noch schön, dass der 4 zu 3 schwarze Block ist. Und ich möchte ihn aber nochmal fragen. Kart heißt er übrigens. Bursche, ich möchte mit dir reden. Ja? Was habt ihr auf der... Erzähl mal was über dich. Über mich? Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fielen. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Und die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Tja, schade. Mach ich bei Stellaris aber auch immer so. Das, ich meine, wie würdest du sonst gar nicht so einen Platt machen? Willst du landen und die alle persönlich erschießen? Hat doch keiner Zeit für. Orbitalbombardement ist is. Das muss ja... Sorry, ich hab ja nur gefahren. Er klang vor allen Dingen überhaupt nicht aufgeregt, ne? Ich krieg das jetzt jemand enttäuscht. Das ist bestimmt eine super Methode, ihn zu reden zu bringen. Es war nicht mein Fehler. Ich tat, was ich konnte. Ich befolgte meine Befehle und tat meine Pflicht. Das kann ja wohl nicht heißen, ich hätte sie im Stich gelassen. Hab ich nicht. Was? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, nein, das habe ich nicht gemeint. Es tut mir leid. Ich rede wirres Zeug, nicht wahr? Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Ah ja, wir haben übrigens ein riesengroßes Apartment. Hallo? Also, meine Wohnung ist auf jeden Fall kleiner als diese Bude hier. Was ist denn das hier? Nehmen wir mal aus, das Bett. Nehmen wir mal an, jedes Bett ist 1,80 lang. Oder wahrscheinlich mit Kopfteil 2 Meter. Dann ist dieser Raum mindestens 4 Meter breit? Wenn nicht sogar 5? Und dann nochmal in der Tiefe? Das sind auch nochmal 7 Betten. Also das ist 5 mal 7? 35 Quadratmeter? Kann ich rechnen? Ja. Okay, es ist doch weniger als meine Wohnung. Aber es ist egal. Also ich habe nicht so viel Dings. Achso, Werkbank erst. Das kann ich nicht mit umgehen. So gut, können wir jetzt wieder das anziehen hier? Das würde ich zumindest gerne noch tun. Ach, guck mal, ich habe jetzt auch einen Kampfanzug. Ja, das. Ja, danke, dass ich das... So, Kampfanzug. Ja, Waffen kann ich immer noch keine nehmen. Ich habe keine Hände, keine Köpfe, keine... Platate habe ich auch nichts anderes. Gut, ich habe 18 HP. Das ist ja schön. Ich könnte wieder was leveln. Ne. Judy, Vibrationszellen. Upgrade-Objekt, stabilisieren. Nagerwaffen. Okay, schön. Wie gesagt, ich habe ja diesen Blaster-Mod installiert. Ah, ja, das sieht doch eigentlich ganz... Warum stehe ich so auf einem Bein? Also, ich identifiziere mich jetzt mit... Whisper Cora. Ich hab jetzt schon den Namen vergessen. Whisper Cora, in der Tat. Ich meine, sie bemüht sich schon so ein bisschen badass dazustehen. Sie hat trotzdem einen ziemlich flachen Arsch. Egal. Ja, nee. Haben wir das auch geschafft. Dann geht der Rest jetzt live weiter. Beim nächsten Mal dann.